Hallo, mein Name ist Moritz Drömmer. Wir vom Studiengang International Project Engineering besuchen im dritten Semester die Vorlesung Project Budgeting and Controlling. Diese Vorlesung beschäftigt sich mit der Herausforderung, ein passendes Konzept für ein Projekt auszuarbeiten, komplexe Projekte durchzuführen und die richtigen Entscheidungen in der Projektphase zu treffen. Als Praxisbeispiel wird parallel zur Vorlesung das Projekt IPTV angegangen. IPTV wurde von Professor Dr. Olaf Mäder ins Leben gerufen, um studiengangsspezifische Themen zu verfilmen. Wir haben uns für dieses Semester dazu entschieden, ein Behind the Scenes der Filmproduktion bei IPTV zu drehen. Dadurch wollen wir den Zuschauern einen Einblick in die Vorgehensweise eines Filmprojektes geben. Los geht's mit einer einmaligen Idee, die zum Film verarbeitet werden kann. Wer wie wir in einem großen Team arbeitet, dem muss klar sein, dass es einige Zeit dauern kann, ein geeignetes Thema zu finden, das umgesetzt werden kann. Hierzu sind eine gut organisierte und strukturierte Teammeetings notwendig. Wie läuft es denn bei euch? Ja, wir hatten gerade die Idee, dass wir ein Tutorial über das IPTV machen, um es den nächsten Semestern einfacher zu machen, wenn sie auch Videos drehen möchten. Das klingt doch gut. Weiter geht's mit der groben Gliederung der Idee und der schriftlichen Ausarbeitung im Team. Um den Überblick über das Thema zu behalten, sollte eine grobe Gliederung ausgearbeitet werden, damit man den roten Faden nicht verliert. Das Skript hängt immer direkt vom Film ab und sollte den Film klar beschreiben. Das Wichtigste dabei ist, keep it simple. Dann starten wir endlich mit dem praktischen Teil des Projekts, dem Filmdreh. Das IPTV-Studio ist professionell ausgestattet. Bis alles am richtigen Platz steht, sind einige Handgriffe erforderlich. Im Hintergrund steht der Greenscreen, um verschiedene Hintergründe direkt digital einblenden zu können. Die Scheinwerfer sollten so angebracht sein, dass die Szene ins perfekte Licht gerückt wird. Wenn alles aufgebaut und angeschlossen ist, kann der eigentliche Filmdreh auch schon losgehen. Das komplette Filmteam kümmert sich um Beleuchtung, Ton, Kameraeinstellung und Teleprompter, einfach um alles. Dies geschieht entweder wie hier im aufgebauten Studio oder, wie in dieser Szene auch dargestellt, an beliebigen anderen Orten. Die verschiedenen abgedrehten Szenen kommen dann zur weiteren Bearbeitung. Die Szenen müssen ausgewählt und zum fertigen Film zusammengeschnitten werden. Dank der modernen Technik geschieht das ganz einfach am PC. Man stelle sich vor, wir müssten das so wie früher machen. Wie man also sieht, entsteht ein Film nicht über Nacht. Von der Ideenfindung über das Ausformulieren der Idee im Skript bis hin zur finalen Bearbeitung verstreicht einige Zeit. Wir hoffen, wir konnten einen Einblick hinter die Szenen eines Filmdrehs vermitteln.